Sie sich noch erinnern, vor etwa 15 Jahren war die halbe Welt von einem Würfelfieber befallen. Was haben wir uns damals die Finger wundtrüllt an diesem farbigen Ding, am sogenannten Rubik's Cube? Einer hat das Würfelfieber über 10 Jahre später wieder gepackt. Er heisst Geir Ügelstad, ein Norweger aus Emmatingen, und der ehemalige Gewichtsheber hat es mit dem Würfel ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Er schafft den verflixten Würfel sogar blind. Dani Müller. Der Computerfachmann Geir Ügelstad im Weltrekord-Look. Seine Brille ist absolut lichtdicht, seine Ohren schirmt er mit Gehörschutz ab. Er schafft das, was sogar Fachleute für unmöglich gehalten haben. Zwei Rubik-Würfel blind in ihre Ausgangsstellung zurückzudrehen. Ich denke, am Anfang ist das Schwierigste überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man ihn blind lösen kann. Und momentan ist es die Genauigkeit, dass man mit 27 Zügen 500 Mal 100% richtig machen kann. Am letzten Samstag beim offiziellen Weltrekord in der Stube des Ügelstads zu Emmatingen. Eine Stunde und 20 Minuten sitzt der Geier da und denkt. Also ich muss wissen, wie sieht er am Anfang aus. Und dann muss ich auch jeder Schritt, den ich mache, muss ich auch dann vorplanen. Und ich muss auch mich erinnern, wie sieht er unterwegs aus. Also ich muss im Prinzip, wenn ich mittendrin aufhöre, dann muss ich wissen, jetzt sieht es so aus. Wie viele Schritte sind das? Ich denke, momentan arbeite ich mit ungefähr 500 Schritten pro Würfel. Alle auswendig? Ja. 10 bis 20 Mal spielt er so im Kopf den gesamten Lösungsweg durch, Schritt für Schritt. Für die Ausführung bei beiden Würfeln braucht er nur noch gerade 20 Minuten. Der Weltrekord ist perfekt. Auch der Daniel Zöbeli ist Fachmann in Sachen Rubik's Cube. Als Abschlussarbeit von seinem Arbeitstech hat er ein Computerprogramm geschrieben und eine Maschine gebaut, wo der Würfel zurückdrehen kann. Aber auch er kann nur theoretisch nachvollziehen, was sich im Geir Ügelstad im Kopf abspielt. Reines Retourdrehen ist eigentlich nicht so eine Leistung. Das kann man auswendig lernen, die Zeug. Die Leistung besteht eigentlich darin, dass er jederzeit muss Positionen von der einzelnen Farben auf dem ganzen Würfel im Kopf haben. Ist das schwierig? Ja, es ist von dem her schwierig, weil wenn man den Würfel verdreht, ändert sich sehr viel. Und all das so nachzuvollziehen, nur im Kopf, ist doch eine enorme Leistung. Aus 18 Trillionen Möglichkeiten pro Würfel findet er scheinbar spielend die richtige Lösung. Der Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde ist schon angemeldet, und zwar für die Versionen mit einem und zwei Würfel. Die Früchte von seiner Passion sind greifbar. Es ist ein billiges Hobby. Es ist ganz gesund. Man kann überall ausüben. Ich habe zum Beispiel auch eben ausgeübt bei letzten Ferien in Indien auf der Beach. Und ja, also. Was sagt deine Frau dazu, wenn du immer mit dem Würfel beschäftigt bist? Ich bin auch ab und zu mit sie beschäftigt. Das Erstaunlichste am Geir Ügelstad ist, dass er mit zwei Würfeln noch lange nicht an die Grenzen von seinen Fähigkeiten gekommen ist. Drei und vier Würfel sogar hat er inoffiziell schon lösen können. Nein, sein grösstes Problem ist, dass die Leute, die Jury machen, doch nicht so lange können frei nehmen können. Weil bei vier Würfeln muss er schon mehrere Tage auswendig lernen. Für Tele Zürich, Dani Müller. Ah, best of Tag täglich.